Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast und Distoti steht kurz vor der Tür. Wir haben fette Leaks bekommen und wie ihr jetzt richtig, richtig fett Coins machen könnt mit Investments, werde ich euch jetzt sagen, weil ihr wollt bis zum Tod hier richtig Coins machen. Deshalb lasst jetzt schon mal ein Abo und ein Like da und jetzt viel Spaß mit dem Video. Let's go! Ich möchte erstmal schon mal im Vorhinein sagen, ich habe euch jetzt hier 12 Investmentspieler. Die ersten 6 gibt es, zeige ich euch jetzt, wo ihr auf jeden Fall investieren sollt. Ich erkläre euch auch warum und so weiter. Und die anderen 6, sprich die ganze Liste, werde ich auf Discord und auf Instagram posten. So ist natürlich beides kostenlos, ganz klar. Sobald ihr innerhalb der ersten Stunde die 50 Likes erreicht habt. Wenn nicht, werde ich das nicht veröffentlichen. Ganz einfach. Macht bisschen Action, würde mich sehr, sehr, sehr freuen, 50 Likes, glaube ich, zu schaffen innerhalb der ersten Stunde. Und wie gesagt, dann poste ich es auf dem komplett kostenlosen Discord unter Investment-Tipps. Wenn nicht, werde ich die kleinere Liste posten. Aber es liegt so ein bisschen an euch. Ich weiß, dass es über 50 Leute sehen. Wenn einfach jeder von euch da ein bisschen Liebe da lässt, würde ich mich sehr freuen. Und bevor ihr es halt gleich wieder drunter schreiben, hey, geiert Likes, ich mache natürlich nicht umsonst die Videos. Also natürlich möchte ich diese Likes haben, weil das natürlich ein bisschen Support auch haben. Ihr wisst, ich habe da kein Problem, ein Plattformhund zu nehmen. Uns ist es natürlich auch wichtig, uns Content Creatern natürlich Likes und Aufrufe zu erzielen. Nicht mal unbedingt wegen dem Geld. Das Geld ist jetzt mal Nebensache. Nein, wir machen natürlich das, tun hier Arbeit reinstecken, Recherche. Unser ganzes Team dahinter, der ganze Discord tut wirklich viel Arbeit in die ganzen Investment-Tipps und Videos und alles reinstecken. Wir wollen natürlich auch, dass es gesehen wird und die Aktivität durch die Kommentare und die Likes, mache ich ganz offen, sorgen dafür, dass das Video mehr Leuten vorgeschlagen wird. Ihr wisst, ich gehe mit dem Thema ehrlich um. Ich hoffe, ihr könnt es dann ein bisschen besser nachvollziehen, weil jeder macht da irgendwie ein großes Geheimnis draus, ich nicht. Aber wie gesagt, der kostenlose Discord ist komplett kostenlos. Wir sind über 2100 Mitglieder. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und natürlich kann ich euch auch empfehlen, einfach mal auf meinen Instagram-Account vorbeizuschauen. Wie gesagt, da kommen auch immer Posts zu den Leaks und so weiter. Und da werde ich diese Liste selbstverständlich ebenfalls rein posten. Ist ja komplett klar. Reflex Food Trader, alles, beides unten in der Videobeschreibung. Jetzt würde ich aber sagen, wir starten ganz entspannt erstmal mit dem 19 Uhr Content. Ich möchte noch sagen, wenn wir zufällig die 50 Likes auch reichen, werde ich noch den zweiten Teil der UV-Liste von gestern posten. Dann werde ich auch die ganze UV-Liste posten. Haben wir nämlich auch noch bereit und werde ich einfach noch mit dazu machen. Sprich, die 50 Likes lohnen sich. Außerdem könnt ihr natürlich wieder eine 10 Euro PSN Steam oder Xbox Guthaben gewinnen. Jeden Sonntag losen wird es aus. Was müsst ihr dafür machen? Das steht hier einfach. Twitch followen, Abo und Like da lassen, ganz einfach. Und auf Instagram followen. Mehr müsst ihr nicht machen. Alles komplett kostenlos. Vielleicht, wenn ich gut drauf bin, je nachdem wie die Woche natürlich läuft, werde ich vielleicht sogar 2 raushauen. Einfach damit ihr zum Toti ein bisschen mehr habt. Schreibt mir sehr, sehr gerne unten in die Kommentare, ob ihr ein bisschen mehr Verlosungen haben wollt am Toti oder zum Toti, damit ihr auch Packs öffnen könnt. Klar, wir sind ein Trader-Kanal, aber sind wir mal ehrlich, Toti ist das geilste Event des Jahres. Aber jetzt wirklich 19 Uhr Content. Let's go. So, wir schauen jetzt natürlich den 19 Uhr Content an. Wir sind hier drin. Wir haben das Headliner-Team. Nein, Spaß. Wir gucken da. Wir haben, finde ich, eine Showdown-SPC bekommen, die geistesgestörte. Einmal Muriel und Darmian. Laufen, wie lange laufen die denn eigentlich? 3 Tage. Ich würde euch empfehlen, Darmian abzuschließen, weil er sieht jetzt schon gestört gut aus. 5 schwacher Fuß. 3 Sterne Spezialbewegung finde ich aber im Außenverteidiger komplett egal. Da finde ich der schwache Fuß deutlich interessanter. Kurzer Pass, also er kann gut rausspielen mit 86. Er hat eine ordentliche Bewegung, Beweglichkeit. 93 Ausdauer, 91 Sprintgeschwindigkeit und Antritt. Wirklich genial. Aber jetzt kommt das Geilste. 86. Defending, also Verteidigung, und hat trotzdem eine 77 Stärke mit 91er Aggressivität plus die 93 Ausdauer ist gestört. Und jetzt passt auf, ich glaube, also Inter Mailand hat eine sehr, sehr gute Chance, das Spiel zu gewinnen. Und wenn der Typ nochmal ein plus 2 Upgrade bekommt, reden wir hier von einem Gleiber 2.0 wie letztes Jahr. Jeder, der Gleiber kennt, war auch nicht schon in der SPC, wird jetzt gerade schmunzeln. Natürlich war Gleiber deutlich stärker von der Stärke her, aber
Wir reden hier von einer 88er Defending-Karte dann mit 93 Pace als Außenverteidiger. Gestört. Wirklich gestört mit Cordoba-Linken, mit Cannavaro. Wenn ihr habt Maldini oder sonst was. Also wirklich Barella, Headliner, perfekte Karte. Also würde ich euch wirklich, 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 wirklich ans Herz legen. Und ansonsten kam, glaube ich, nur wieder so eine komische Headliner-SPC hier. Ich glaube, die da ist es. Ich kann es euch aber nicht sagen. Vielleicht auch eine andere. Ich achte jetzt nicht so sehr drauf auf so Mini-SPCs. Und jetzt erkläre ich euch die Investments. Let's go. Jetzt hier, wie gesagt, die ersten 5 Spieler, sorry, es sind 11 Spieler insgesamt und 5 Spieler jetzt, die anderen 6 bekommt ihr, wie gesagt, bei den 50 Likes. Die zeige ich euch jetzt, finde ich sehr, sehr interessant und sehr, sehr gut. Die könnt ihr jetzt wirklich investieren, weil das eigentlich die einzigsten Karten sind, wo noch nicht gut angestiegen sind und eigentlich fast noch gar nicht bezüglich dem ganzen Content. Wir haben 3x85 Plus Pack und so weiter bekommen. Wir haben Icon Player Pick bekommen. Weil, jetzt fangen wir erstmal ganz unten an. Warum sollten diese Karten steigen? Jetzt gehen wir einmal auf den Discord. Haben wir hier unter Leaks, wo haben wir es denn? Wo ihr, wie gesagt, immer noch kostenlos drauf könnt. Jeder, der hier nicht drauf ist, hat es verpasst. Ihr seht hier auch Gündogan. Hier, er wurde angeblich schon geleakt. Schick, Patrick Schick. Ganz viele Sachen, wo ihr hier auf jeden Fall mitkriegen sollt. Wo haben wir es denn gepostet? Genau das haben wir jetzt hier nicht gepostet. Läuft. Ja, Jungs, ich verkack's gerade richtig schön. Richtig schön. Aber normalerweise posten wir hier echt alles. Und zwar habe ich es jetzt einfach auf Twitter rausgesucht. Aber wie gesagt, sonst alles immer auf dem Discord. Mitch kennt ja jeder, glaube ich, von euch. Hat schon geleakt, dass ein Icon Player Pick kommt. Haben wahrscheinlich sehr, sehr viele von euch schon mitbekommen. Ich denke, es wird Freitag, Montag oder Dienstag kommen. Ich habe jetzt schon viel von Montag oder Dienstag gehört, aber ich sage euch einfach nur meine Meinung. Und wird wahrscheinlich ein Basis oder mit, kann aber auch ein Mid- oder Prime Icon Pack sein. Also sehr, 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 sehr interessant für uns. Und da wird natürlich, wenn man die letzten Jahre anschaut, wurde da ein 85er, zwei 86er Teams und ein 87er Team, wenn nicht sogar ein 88er Team, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, angefordert. Natürlich mit 4 Informs insgesamt, 2 in einer SPC und die anderen 2 bei den High-Rated. Die einzigste, was übrig geblieben ist, ist die 86er. Was bedeutet das natürlich jetzt für uns? Wir gehen jetzt hier einmal auf Footbin. Dann kann ich euch jetzt schon mal sagen, das ist ein riskanter Tipp, den wo ich euch jetzt gebe, und zwar Pau Torres. Ich denke, Pau Torres wird auch nochmal gut sinken. Wenn ihr ihn unter 14k bekommen solltet, nehmt ihn mit. Wenn er nicht sogar noch günstiger wird, nehmt ihn mit. Ich denke, der wird wieder sehr, sehr teuer werden. Aber jetzt habe ich euch dafür hier andere Investments, wo höchstwahrscheinlich zu 99% aufgehen. Ich werde 1,8 Millionen reinbuttern in aber 11 verschiedene Spieler, weil ich da die Chance natürlich höher habe, dass ich mit einmal mehr Gewinn mache, der andere weniger. Die haben alle einen relativ ähnlichen Preisanstiegsmöglichkeit, werdet ihr auch in meiner Liste dann sehen. Aber natürlich kann es auch sehr, sehr, sehr gut sein, dass ein Müller zum Beispiel jetzt hier deutlich, deutlich höher wird, warum, weil er vielleicht noch besser linkbar ist in den ersten 3 Footbin SPC-Lösungen ist, dann ist der halt jetzt nicht, sag ich mal, bei dem möglichen Preis, wie ich ihn euch gleich nenne, sondern deutlich, 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 deutlich höher. Und das sehen wir jetzt hier auch. Ich werde es euch vorlesen. Genau diese Liste, das ist jetzt der erste Part. Wir fangen einfach mal an mit Müller. Den würde ich gucken, dass ihr den für 19k bekommt. Maximaler Einkaufspreis, den bekommt ihr Boten für 90k. Von mir ist da doch 19,5k, wenn ihr unbedingt wollt. Und der Verkaufspreis möglicher, denke ich, so bei 24.000, 25.000 Münzen. Das könnte zum Beispiel ein Beispiel sein, der könnte auch auf einmal auf 26, 27k steigen. Das ist halt das Besondere. Dann gehen wir einmal weiter, und zwar haben wir den Hugo Lloris, 87er, natürlich für 19k, 24k verkaufen. Genau das gleiche Beispiel. Warum sollten die steigen? Wie gesagt, weil die High-Rated eigentlich eine der einzigsten sind, wo auch nur nicht krass gestiegen sind. Ich würde euch diese Spieler empfehlen. Wie gesagt, ich habe noch 6 weitere, nicht vergessen. Dann Frankie de Jong. Genau das gleiche, 19,5k würde ich sogar für den bezahlen, das was er auch gerade kostet, könnt ihr ebenfalls für 24k wahrscheinlich dann verkaufen, wenn nicht sogar mehr, das sind nur reine Predictions. Es kann auch sein, dass das komplett eskaliert, weil der Hauptpunkt wird sein, dass EA natürlich uns noch den Verein vor dem Tor, die so leer wie möglich machen wollen. Das merken wir jetzt, weil es wurde auch gerade vor 5 Minuten noch eine 84 Plus Player Pick SPC geleakt. Die wollen uns den Verein komplett leer machen. Da
sind natürlich ein Player Pick SBC Icon natürlich perfekt. Komplett perfekt. Deshalb werden sie diese auch mit anfordern. Die werden dann auch mitsteigen, weil irgendwann kommen die unteren so teuer, damit dann die dann ansteigen. Ganz, ganz logisch. Sprich, der mögliche Verkaufspreis von 24k kann natürlich noch teurer werden. Dann haben wir natürlich einen Verratti, genau das gleiche Spiel, genau wie bei einem Trent Alexander-Arnold. Da, der ist jetzt aber schon gut angestiegen, würde ich in der Nacht versuchen, noch ein bisschen günstiger zu bekommen. Würde ich am besten jetzt heute gleich machen. So viele wie ihr könnt. Er sniped euch die, er bietet die euch. Natürlich, wenn ihr welche für 20k nur bekommt, weil ich weiß, dass jetzt viele drauf gehen würden, dann von mir aus auch 20k. Von mir aus. Aber das Risiko besteht bei 2 von 5. Ich möchte es einfach dazu sagen, nicht, dass ich am Schluss der Depp bin. Hier habt ihr jetzt auch nochmal die 6 Spieler. Ich habe hier, wie gesagt, das Alpha abgeschnitten. Und ich würde euch wirklich empfehlen, investieren, aber ein minimales Risiko bleibt natürlich. Weil das Risiko ist einfach, dass wir kurz vorm Totti sind. Und am Totti werden solche Spieler natürlich ins Bodenlose sinken. Deshalb nicht wundern. Jetzt kommt noch eine geile Rubrik, wo ich jetzt einfach eingeführt habe. Vor meinem Discord tun wir immer wieder Clips hochladen, wenn EA immer wieder komplett fällt. Dass ihr jetzt einfach noch ein bisschen was zu lachen habt. Dass ihr so einen kleinen Abschluss habt. Weil ich finde, diese ganzen Videos sind immer zu ernst. Jetzt habt ihr noch ein bisschen was zu lachen und euch zum Schmunzeln. Dann wünsche ich euch aber jetzt schon mal viel Spaß bei den Clips, viel Spaß beim Investieren. Und wenn ihr Fragen habt, einfach auf den Discord kommen. Ich küsse euer Herz. Let's go.